entspann dich. Nicht so in dem Ton mit mir, Fräulein. So, wahre iranische Einfluss. Wir haben sie in den sozialen Medien gestalkt und Informationen über ihren Vertrag mit der Regierung gesammelt. Jetzt ist es Zeit für unser erstes Online-Aktion. So, konkurrieren. Fangt eine Kampagne in den sozialen Medien an, die ihre Propaganda in Frage stellt. Oder wir tun sie einfach nur trollen. Bonus, Kommandantenfähigkeit, Beobachter. Oh. Und sogar mit 100%. Hm. Aber da kriegen wir kein Geld. Aber dafür 20% mehr Erfolg. Für jeden Schritt des Bandito-Einsatzes. Das ist, glaube ich, mega geil. Aber hier kriegen wir bei Erfolg 2 Leute dazu. Ach du Scheiße. Aber nur 70% Erfolgschance. Postet auf allen Plattformen in den traditionellen Medien Informationen über ihre Lügen. Oder erstelle Bots und Zweitknoten, die ihre Post zuspammen. Was machen wir? Ich glaube, ich mache das, oder? Wir gehen auch nochmal sicher. Komm, wir trollen die. So. Sie hat Anhänger verloren. Die Bots waren ein Erfolg. Okay, wunderbar. Mehr gab es leider nicht, aber dafür müssen wir hier eigentlich richtig safe sein, ne? 190, naja. Alter, was? Hier kriegen wir einfach wieder Erfolg dazu. Ihre Glaubwürdigkeit leidet. Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, eine klare und laute Botschaft zu senden. Endlich kommen wieder Clips. Ja! Was die Aufgaben da mit dem Wasser zum Beispiel und der Waffe, das können wir alles gemeinsam machen. Wir können alles gemeinsam machen. Ist halt nur der Story, auch die Story können wir gemeinsam machen. Nur, dass der Fortschritt nicht zählt. Willst du denn auch den Fortschritt haben, ja? So, ich weiß nicht, was wir machen. Aber guck mal, das sind 100%. Und wir kriegen ja sogar Sachen mit dazu. Zusätzliche Infos zu nützlichen Kommandantenfähigkeiten. Für alle verfügbaren Bandito-Einsätze. Eigentlich auch geil, Mann. Wir können bis 8 Leute verlieren. Ach du Scheiße. Komm, wir machen Doxen. Wie dumm muss man... Was? Trotz 100%iger... Ich verstehe es nicht. Wir haben 100%ige Erfolgswahrscheinlichkeit, aber wir verlieren halt einfach 2 Leute. Wie dumm ist das? Wie dumm muss man sein, das Passwort wahre Yarianer 123 zu benutzen? Hä, das ist voll schwierig. Jetzt haben wir sie. Sie hat uns gemeldet. Einige unserer Zweitknoten wurde wegen Belästigung gesperrt. Scheiße, Mann. Alles klar. Ah, gut, wir haben 2 Leute verloren. Was willst du machen? Bandito-Einsatz könnte abgebrochen werden. Alles klar, wird so oder so, oder? Ist eh die letzte Wahrscheinlichkeit. Aber hier kriegen wir 2 Leute dazu. Hier kriegen wir robustes Plastik. Oh, das brauchen wir. Das brauchen wir. Ich glaube, das mache ich auch, ne? 100% Erfolgschance. 90% grundlegende Erfolgschance. Ach so. Ja, dann machen wir. Ich glaube, wir machen das. So. Ach du Scheiße, wir haben unser ganzes Team verloren einfach. Was ist da los? Wir haben sie gefunden. Nach ein wenig Ermutigung stimmt sie jetzt Libertats Bedingungen zu. Beim Sturm auf die Villa der Influencerin kam ein paar Guerilleros ums Leben. Wir haben eine Influencerin gestürmt und dabei haben wir 5 Leute verloren. Haben die sich gegenseitig vor Schreck erschossen? Was ist da passiert? Also bestens ausgebildet sind unsere Leute definitiv nicht. Wo kommen die her? Also Guantanamo Panikcamp oder was? Ach du Scheiße. Mehr verloren als gewonnen? Was willst du machen, ne? Aber wir haben immer noch 17 Rekruten, das ist okay. Hier kriegen wir wieder robustes Plastik. Eigentlich auch ganz geil. Dauert 4 Stunden, bis wir... Was? Das müssen wir über Nacht machen, glaube ich. Dann lass mal das hier machen. 1 Stunde, der Pirat. Hat er eigentlich sowas wie Level oder so? Können wir die leveln? Komm, entsenden. Da schicken wir ihn wieder los. Tu dir was Gutes. Hey, Compadre. Ach, die Mission mit dem Wasser. Jetzt bin ich bei dir. Ja, wollen wir denn da gleich noch eine machen? Ich frage einfach mal so. Gibt es hier jemanden, wo wir handeln können? Ich würde gerne... Ich würde gerne ein bisschen Benzin haben. Ich dachte, ich hätte schon alle... Ey, wir haben 5000. Nehmen wir den Bogen, den Compound-Bogen? Ja, ne, komm.
Wir rüsten mal den Compound-Bogen aus für... Ah, wobei, für was soll ich das denn nehmen? Das Regime hat ihn verhaftet, weil er Prepaid-Karten verkauft hat. Du fliegst ständig aus dem Game. Ja, dann machen die Grafik auf hoch. Also ich bin jetzt seitdem nicht einmal rausgeflogen. Ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt, aber auf jeden Fall kann ich dir sagen, ich bin seitdem nicht mehr rausgeflogen. Ich nehme, glaube ich, das Scharfschützengewehr raus dafür. Dafür nehmen wir den Compound-Bogen. Brauchen nur noch mal ganz kurz eine Werkstatt irgendwo. Ich brauche eine Werkstatt, wo wir Waffe modifizieren können. Waffe modifizieren können. So, die Primärwaffe 3. Ne, die Primärwaffe 2, der Bogen. Ein leeres Feld. Da können wir... Flinker Schütze. Du bewegst dich schneller beim Zielen. Das ist okay. Die Geschwindigkeit von Ziehen und Wegstecken wird erhöht. Der Waffenschaden gegen Gegner unter dir wird erhöht. Der Waffenschaden bei Gegnern mit niedriger Gesundheit erhöht. Okay. Also wenn wir nach unten schießen, machen wir wesentlich immer mehr Schaden. Weiß ich nicht. Wenn wir auf den Kopf ziehen, ist das wahrscheinlich effektiver. Die Geschwindigkeit von Ziehen und Wegstecken wird schneller. Du bewegst dich schneller beim Zielen. Eigentlich alles geil, ne? Komm, wir machen mal das hier. Dann machen wir Gegner unter dir Schaden erhöhen. Und als letzter Mod, du bewegst dich schneller. Du hältst eine zusätzliche Supremo-Ladung, wenn du Gegner mit dem Kopfschuss tötest. Das wäre geil, haben wir aber noch nicht. Brauchen wieder industrielle Platinen, wo die auch immer herkommen. Schießpulver, Recycling-Befestigung. Ja. Nehmen wir das. Dann machen wir da auch noch ein optisches... Alter, was? Optische Visiere noch dran machen? Und Pfeile. Alter, Standardmunition. Dann haben wir richtet mit der Zeit Giftschaden an. Das ist cool gegen Spieler und Tiere wahrscheinlich auch. Ist ja ein Fahrzeug und Sicherheitselektronik lahmgelegt. Pfeile fliegen über längere Strecke gerade auch geil. Richtet Explosionsschaden an. Sehr effektiv gegen Fahrzeuge. Ich glaube, wir nehmen die Giftpfeile mal, oder? Eine Pistole, wir haben das. Wir haben eine Waffe gegen Fahrzeuge. Ich glaube, wir nehmen die Giftpfeile. Glaube ich. Oder das. Guck mal. Erhöht sogar den Schaden. Und die Geschwindigkeit. Nee, dann nehme ich das hier. Alles klar, Papierchen. Finde ich ja mega nice. So, dann noch eine Optik. Ih, das Grün ist ja hässlich. Halt, können wir das kaufen? Das steht einfach nur kaufen. Sprühdose. Ach, cool. Moment. Oha, ach so. Ich dachte, die sind gesperrt. Ich rüste die nie aus, weil ich dachte, oh. Ja, geil, Mann. Hat Kali die Synchronisation ausgeschaltet. So bin ich wieder raus. Trotz Grafik auf etwas niedriger. Hast du Grafik runtergestellt? Ja. Hast du Synchronisierung ausgestellt? Hast du auch ausgestellt wahrscheinlich. Das war vorher schon aus. Ich verstehe es einfach nicht. Tut mir leid, Leute. So ein Piss, ne? Kann ich nicht nachvollziehen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Die Materialien, Tauschhandel? Was kriegen wir hier? Was ist das? Waffenhändler, Werkbänke gegen recycelte Befestigung. Hier kriegen wir robuste Dichtungen. Hier kriegen wir den Shit. Ihr könnt das wieder verkaufen. Naja. Ich kann 10 Minuten spielen und bin wieder raus. Ja, das hatte ich ja auch die ganze Zeit. Nur lustigerweise hält das jetzt. Ist halt auch völlig random, wie die Leute rausfliegen, ne? Bis er mich verrät, sperren sie ihn. Kannst du auch danach googeln. Hausleute beschweren sich. Aber es gibt irgendwie keine richtige Lösung, außer prüfe deine Internetverbindung. Yeah. Solution number one. Guck, ob du wirklich Internet hast. Was willst du machen? Diese Default. Ich glaube, da gibt es extra Webseiten, die generieren das. Du suchst bei Google nach Far Cry, dann kommst du mit dieser Google-Suche auf die Webseite und dann machen die einfach nur so eine Textersetzung. Ne? So Template, um
Textersetzungen zu beheben, mache erstmal das und das. Liegt bestimmt am Internet. Bitte, na klar, kann ja nur. Rede mit mir. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, wie gut ihr Kinder euch in der Geschichte auskennt, aber unsere Revolution war ein Blutbad. Yara hat so viele Verluste hinnehmen müssen. So viele schöne Frauen wurden zu Witwen. Waren allein, auf der Suche nach etwas anderem als Verzweiflung. Ich bin verantwortlich für zahllose Kinder des Sieges. Ich war ihr Erzeuger, aber nie ihr Vater. Statt das Richtige zu tun, rannte ich in die Arme der nächsten Frau. Jahrzehntelang schrieben mir hunderte Mütter, schickten mir Fotos von meinen Kindern. Ich habe meinen Teil nicht erfüllt. Ach du Scheiße. Ich habe mich auf diesem Berg versteckt. Aber man kann sich nicht ewig verstecken. Das schlechte Gewissen, kein guter Vater zu sein, zerreißt mir das Herz. Ich schäme mich zu sehr, ihnen zu begegnen. Und ganz ehrlich habe ich auch Angst vor ihren Reaktionen. Deswegen habe ich diese Briefe geschrieben. Erstmal nur ein paar. Kannst du sie bitte zustellen? Ich werde dir die Fotos von meinen Kindern schicken, die ich von ihren Müttern bekam. Du bist klug. Du findest sicher schnell heraus, wo sie wohnen. Gracias, Dani. Jetzt spiele ich ja auch noch deinen Liebesboten, oder was? Da los. Wollte dich entschuldigen, mach doch selber. Du hast doch die Scheiße verbockt, Digga. Ah. Find dich auf dieser Mission der heilenden Herzen beschützt. Ja, natürlich, weißt du? Der Chicolo, der hier hunderte von Frauen geschwängert hat, weißt du, und jetzt anderen das wieder ausbaden lässt. Was ist da los? Das finde ich aber nicht so gut von dir. Alter Schatz. Schnucki, weißt du, ob die Schätze synchronisiert werden? Oder gelten die auch für beide? Die müssten eigentlich für beide gelten, ne? Weil du kriegst ja auch die Belohnung. Dann können wir die Schätze gleich mal zusammenfahren. Ich kann nicht spielen. Raub im Schutze des Baumes, was? Lass doch mal ganz kurz hingehen. Und ich nehme jetzt auch mal die Hauptmission an, ne? Da oben. Alles klar. Achso, das war ja von ihr die Mission. Aber das ist ja na. Hä, wo finde ich die jetzt? Ist das jetzt einfach nur so eine Nebenquest, die wir einfach zwischendurch immer erfüllen, wenn wir an die Häuser kommen, oder? Versteck. Ich habe jetzt keine explizite Mission von ihm bekommen, ne? Glaube ich. Ich habe keine explizite Missi bekommen von ihm. Lola. Ah, warte mal. Nee. Haben wir, glaube ich, echt nicht bekommen. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier den einen Stützpunkt, der da ist. Was das auch immer sein soll. Und dann machen wir hier die Missi. Das könnte aber sein, Fami, ne? Das könnte sein. Vielleicht ist einfach die LAN-Kabel-USB-Port-Kompatibilität nicht stabil genug. Das müssen wir mal auf Stream kontrollieren. Ach, herrlich. Du findest aber auch jeden Scheiß im Internet. Dani. Ja? Was gibt's, Lorenzo? Jemand hat mir geholfen, dir Fotos von den Fotos meiner Kinder zu schicken. Auf dein Telefon. Mit diesem Telefon haben wir das gemacht. Angekommen. Danke. Die Technologie heutzutage ist wunderbar. Als ich in deinem Alter war, musste ich erstmal das Negativ entwickeln und einen Abzug machen. Das dauerte etwa eine Woche. Kannst du dir vorstellen, heutzutage eine Woche auf ein Foto zu warten? Nee, ich muss los. Und eure Telefone? Keine Ahnung, wieso die so heißen. Das sind doch Handcomputer. Wenn 1967 jemand so etwas gehabt hätte, er hätte die Welt kontrollieren oder zerstören können. Unvorstellbar. Mhm. Ja, der Scheiß ist krass. Hör mal, ich muss einen Jaguar töten. Ich wette, in 50 Jahren wirst du den Jaguar mit einem Handcomputer töten können. Das werde ich nicht mehr erleben. Aber ich kann es mir vorstellen. Wahrscheinlich. Nimm mal dann Drohne. So ist das Leben. Viel Glück. Nimm mal dann Drohne, weißt du? Drückst auf deinen Handcomputer einfach einen Knopf, dann kommt eine Drohne und tötet den Jaguar. Natürlich wird es in 50 Jahren gehen. Das geht auch jetzt schon. Muss die Drohne nur entsprechend programmieren. Ey, die, ganz ehrlich, schöne Orte. Bin ich ehrlich, aber, Alter, das finde ich doch nie. Niemals finde ich das. Kann ja alles überall sein. Wäre halt cool, wenn man das... Ach du Scheiße, naja.
Update. Der Nachschub für den Luftabwurf wurde zur Bahia Pike umgeleitet. Ende. Verstanden. Wir sagen dem Bergungsteam Bescheid. Klingt, als sollte ich mir das ansehen. Wenn ich zuerst hinkomme. Okay, den Wingsuit, ganz ehrlich, den muss man erstmal fliegen können. Ich drücke immer W wie so ein Kranker, um zu beschleunigen, aber habe jetzt gerade festgestellt, wenn du W drückst, gehst du einfach nur nach unten. Invertierte Steuerung. Ach so. Verdammte Axt. Okay, Fehler gefunden. Und wie ich das gemacht habe, Fami. Und wie ich das gemacht habe. Okay, jetzt bin ich aber ein Stück weit schlauer. So, hab Ubisoft Support kontaktiert. Das hast du geschrieben. Einer kann spielen. Du willst doch bloß eine Entschädigung haben. Wir schicken dir als Entschädigung zwei große Figuren. Tut uns leid. Was sagst du dann? Naja, ist nicht nötig. Quatsch, Schnucki. Also, bitte dich. Update. Der Nachschub für den Luftabwurf wurde zu Bahia Pike umgeleitet. Und nochmal Wingsuit. Verstanden. Wir sagen dem Bergungsteam Bescheid. Libertad kann die Vorräte gut gebrauchen. Ich muss nur vor dem Militär dort sein. Scheiße! Schon wieder viel zu viel Höhe verloren. Das muss ich auch noch üben, du. Boah, das ist sau cool, Mann. Das ist sau cool. Wuhu! Ich bezweifle aber tatsächlich, dass ich da. Ich werde absolut nicht bis dahin kommen. Oh, unter mir ist eine Mission! Nein! Ich will die Mission machen. Ich sollte schon mal mein Auto rufen, ne? Alter, das wäre echt eine geile Entschädigung. Da könnte das Ding da... Ach nee, es wäre dann für Kali. Ich hab den Strom hier. Der würde dann zu mir kommen. So, wir müssen vor dem Militär da sein. Ich flieg mit 5 km/h Geschwindigkeit nach vorne und sterb beim Aufprall an dein Auto! Echt scheiße, dass so viele von diesen Legenden nicht kämpfen wollen. Oje, Kajate. Die lassen uns hier ihr Lager benutzen. Land mit Fallschirm. Ah! Scheiße, Land mit Fallschirm. So, Versuch Nummer 20. Wir müssen reden. Nein! Ich muss Wingsuit fliegen lernen. So, kannst ja mitüben. Sterben muss ich. Im Wingsuit. Komm, du kennst ja die Strecke mittlerweile. Kannst auch schneller rennen. So. Ja, Schnucki, hast du in deiner Support-Anfrage dazu geschrieben, dass du auf einen Far Cry 6 Getränkekühlschrank bestehst? Update. Der Nachschub für den Luftabwurf wurde zur Bahia Pike umgeleitet. Ende. Verstanden. Wir sagen dem Bergungsteam Bescheid. Das sieht gut aus. Komm schon, Danny. Du schaffst es vor. Oder? Das sieht gut aus. Haben wir jetzt nichts machen? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ja, und da fliegen wir auch ein bisschen. Wie lange fliegen wir? Kann ich mir einen Kaffee in der Zeit holen? Nee, ne? Bin ich wahrscheinlich wieder tot. Schön. Ganz bequem, dieser Wingsuit. So, Chat, wollen wir ihn einfach gleich verstauen oder wollen wir den Fallschirm öffnen? Einfach verstauen. Mitten im Flug einfach ausziehen, weißt du?
Willkommen auf einer ereignisreichen Wingsuit-Tour quer durch Sierra Panderita. Hier erleben Sie alles nur möglichst Beste um den... Ach du Scheiße, gutes Cut nochmal geklappt. Den todesmutigen Sierra TFK, wie er probiert, Wingsuit zu... Ach du Kacke, Stromleitung. Okay, Stromleitungen werden nicht abgeprüft. Das wäre es gewesen. Ich bin nur ein ganz normaler Jäger mit einem Compound-Bogen. Alles gut. Bitte nicht schießen. Ah, ich habe noch... Ey, da kann ich mir noch Kaffee holen gehen, bevor ich die Quest abgeben kann. Ach du, ich war vollkommen zufrieden jetzt gerade mit dem Tempo. Der ist ja klasse. Der ist ja klasse. Lustigerweise war das Militär vor mir da, wa? Oh, der ist ja klasse. Oh, der ist ja klasse. Alter, ich habe übrigens jetzt auch beim letzten Versuch Riot, Quatsch hier, Vanguard ausgemacht, ne? Von Valorant. Vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass es jetzt funktioniert. Alter, Compound-Bogen. Junge, nice, scheiße. Der ist ja ultra sexy. Bin ich ehrlich. Kann die Pfeile eigentlich auch wieder nehmen? Nee, ne? So, na gut. Dann würde ich mich jetzt mal doch dazu entschließen, hier die Mission von ihr anzunehmen. Was ist das denn? Der beste Feind des Menschen. Was? Das Regime zündet blutrünstige Hunde. Was? Züchtete blutrünstige Hunde, um sie gegen die Guerilla einzusetzen. Chizaron ist nicht glücklich darüber. Du solltest auch nicht glücklich sein. Ey, ich bin total traurig. Komm, da gehen wir jetzt hin. Das machen wir als nächstes. Outstory gibt's glaube ich nicht in dem Spiel. Haben die vergessen rein zu patchen. Ich denke mal, das kommt mit irgendeinem nächsten Update. Naja. Ich habe Kacka gemacht. Guck mal da hin. Was? Muss einmal quer um die ganze Welt fliegen? Fahren? Reisen? Cool. Ich habe doch noch mehr gesehen. Da ist Versorgungskiste, sehr geil. Benzin. Ja, Benzin ist schon nicht schlecht. Brauchen wir auf jeden Fall auch in Massen, aber ich brauche irgendwie... Wo gibt's denn die Platinen, sag mal? Fami, du weißt doch alles. Du weißt doch auch sicherlich, wo es Platinen gibt, oder? Hey, Moment, hier ist so ein Camp. So, kann man dann hier auch... Moin. Was gibt's? Die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet, um Parias zu schnappen. Hm. Kümmere. Warum machst du das? Warum mache ich was? Dir zuhören? Das wollte ich nicht. Das tut mir leid, dass ich dir zugehört habe. Hey, erzähl weiter. Soldados eines Kontrollpunktes zerren Leute aus ihren Autos. Wir haben sogar von geheimen Exekutionen gehört. Hm. Kümmere dich darum. Sehr nett von dir. Yo, wo ist das? Ah ja, ey, da müssen wir sowieso lang. Ein Träumchen. Das mache ich doch gerne. Ein Träumchen aufs Fläumchen. Und hit. Ja. Das ist so cool. Das ist cool, Mann. Ah, das ist immer so hinderlich, wenn du zwischendurch... Boah, ist so geil. Moinsen, ich hab gehört, du hast das für mich, ansonsten stirbst du. Alles klar. Hey, bist du nicht der, der mir immer das Auto bringt? Bleib mal ganz kurz hier stehen. Bleib mal ganz kurz hier stehen. Nicht wegbewegen. Nicht wegbewegen. Nicht wegbewegen. Hier ist das gute Stück. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Das erste Mal jemand anderes. Das ist ja witzig. Als ob die das extra so programmiert haben. Ist das...
Ach so. Und die loote ich wahrscheinlich auch nie, oder? Das ist ja jetzt ein bisschen belastend. Wow, der Bass hier. Alle Dude, alle Dude. Falscher Alarm. War falscher Alarm. Ich bin ein Farmer. So, Moment. Was? Ich kann die nicht runternehmen. Die ist fest angebracht. So sagt man sich. Der da. Platin. 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 Wo ist hier die Alarmanlage? Scheiße, Alter. So schön. Alter, ist das schwach, oder? Ist das schwach, das Geschütz? Junge, da ist ja null Power dahinter. Da geht ja gar nichts. So, Feierabend. Morgen habe ich keine Zeit. Da ich auch einen Geburtstag eingeladen bin. Oha! Dann gute Nacht, schlaf gut und viel Spaß. Trink morgen extrem viel. Trink ein Bier für mich mit. Nice. Ey, ich habe ja auch nächsten Monat wieder Geburtstag. Das ist ja der Wahnsinn. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Noch nicht mehr ein Monat, ne? Ne, noch nicht mal mehr ein ganzer Monat. Und dann habe ich schon wieder Geburtstag. Schon wieder ein Jahr älter. Das ist... Oh mein Gott. Ich will nicht älter werden. Ich bin einer von den Menschen, die sich gerne darüber Gedanken machen, wie kacke es doch ist, älter zu werden. Aber andererseits komme ich auch damit ganz gut klar, dass das scheiße ist.